Sehr vielen Dank schön dafür, dass Sie von der Weide unseren YouTube-Kanal eingeschaltet haben. Und zwar auch sehr voll, wenn Sie uns sehr gut werden und da unten den Subscriber wieder anklicken. Vielleicht schreiben Sie uns auch mal unsere WhatsApp-Nummer ab. Schickt uns mal ein paar Bilder, Videos. Vielleicht der ihr uns auch mal in die Folge, schickt ihr uns ein Zeugnis. Wir beten auch, dass all unsere Videos möchte einen sehen für uns sein. Von der möchte ich Ihnen mal ein paar Videos wiesen von Afrika. Wenn Sie mal wollen arme Menschen sein. Das sind arme Menschen. Die haben knapp zu essen. Die haben sehr schlechte Häuser. Die haben endlich keine Medizin. Das sind Menschen, die Jesus brücken. Diese Menschen warten auf uns, dass wir mal endlich wieder nach ihnen kommen, irgendwo von Jesus vertellen, irgendwo helfen, dass sie ein besseres Leben haben. Kijk je mal diese Frühs hier auf dem Gas gehen, einen großen Sturm mit Sound, ein hohle Wutterfleisch, ihre Äte, haben ihre Kleider gewaschen. Sind arme Menschen. Meine Frühen, ich habe das verreicht, nächstes Jahr, im Januar 2023, am 5. Uhr, glaube ich, für 2,5 Wochen nur diese Länder zuvor, diese Menschen von Jesus vertellen. Wir wollen mit diesen Menschen auf die Fläche gehen, vielleicht auf sein Wachstum gehen. Wenn ich sind sei, dann habe ich ein großes Mitleid mit diesen Menschen. Wir sind dann aber sehr reich auf die Wasser, wenn wir das sein. Ich habe hier nur ungefähr 10 Minuten hier nur Videos sein von Afrika, wo unsere Menschen, oder wo Menschen da leben, dann sind nicht unsere Menschen, ich sage unsere Menschen, wenn sie sind, viele Christen mangt der Mank. Und wenn da Christen sind, dann bleibt sie dort kreislich wort von der Klevi-Hand, wo wir wohnen denn, auf ihren sind kleinen Hüschen, da hängen wohnen denn. Wenn wir Jesus kennen denn, dann sind wir Brüder am Sestern Hahn. Auch diese Menschen. Viele Missionare sind all hier angefahren. Die haben sich von Jesus verteilt. Und viele von diesen Menschen haben sich bekehrt. So meine frühen ich war das verreicht haben, manch diese arme Menschen zu sehen. Ich war meine Hopf für diese Menschen spielen. Und ich wurde mein Zeugnis geben, wie ich sie abgewaschen in Paraguay. Und wie ich kann Jesus kennenlernen aus meinem persönlichen Highlight, weil Jesus meine Sünde vergeben hat. So, ich freue mich sehr, dass ich kann hier ein bisschen mit Ihnen mitteilen in diese schmucke Videoclips wiese, was andere Menschen gemerkt haben, so dass ich sehen kann, wie diese Menschen leben denn. Ich habe mal einen jungen Rat mit einem kleinen Rat. Und da dürfen bestimmt mit spielen. Das bestimmt das einzige Spiel, das ich mit der Hand. Ich weiß, wie wir es immer mit den Rotrahmen-Kolleren reden. Schau mal, diese Menschen haben endlich nicht mal Kleider an. Sie sind die angetragen, da in Nacht. Die haben nichts anderes als das. Die spielen da mit einem kleinen Aussehen. Schau mal. Die kittelt dem da im Kopf mit einem kleinen Aussehen. Sind Blathaarweich und sind Stock aufgebrochen. Das ist der Darb. Sie ist dort wohnen da. Dort haben sie sich dann so ein bisschen mit Stadia darum, dass die wilde Tiere da nicht gerne nennen kommen und abfreten. Und jetzt in Afrika, da sind sehr viele wilde Tiere. Brüder und Schwestern, ich will Ihnen mitmachen, dass wir mal viel Dollar dankbar sind für das, was Gott uns gegeben hat. Nicht immer bloß Grimsäu und Schelle über alle Sachen. Das muss ich mir auch sagen, mir in meiner Früh. Dort wir mal viel dankbarer sind für dort, was Gott uns gegeben hat. Heu hat uns feine Häuser gegeben. Heu hat uns feine Arbeitsstätte gegeben. Heu hat uns feine Kirche gegeben. Und ich glaube mit euch, wenn wir so eine Bilder aus dem sein, dann sollen wir mal dankbar sein dafür. Dort wie eine Kirche haben, dort wie Schule haben. Dort wie gerne in ein schönes Bad gehen, schlupe der Nacht. Liebe Brüder und Schwestern, wollen wir doch mal für diese Menschen auch beten, so dass diese Menschen gerne auch ein besseres Leben haben? Wann die auch das Leben möchten, aber wollen wir die doch
dass die auch Jesus kennenlernen, so dass die in einem Tag im Himmel sind. Weil ihr wollt, wenn wir nicht Jesus annehmen aus unserem persönlichen Heiland, dann wollen wir nicht in den Himmel kommen. Diese Menschen auch nicht. Und du auch nicht. Wenn du bloß nur die Kirche gehst, in die du bei niemals bekehrt hast, dann wirst du nicht im Himmel kommen. Wie macht er unsere Sünde bekennen? Und wie macht Jesus Frau auf Heilands unsere Sünde vergeben will? Und dann wird Jesus in unserem Hort kommen, dann wird er unser neues Leben mit ihm geben. Ich möchte dir, mein lieber Tauhacher, dort sei er wichtig, Möcke. Dort, wann du Sünde des, dann musst du deine Sünde bekennen. Jesus wacht auf dich von dir, dort du am, wirst dein Leben geben. So dass du ihn erkennen, nur so eine Völker aus dit Gone, wo dann niemand von Jesus gehit hat, oder viele von diesen Menschen, so dass die sich auch wieder bekehren. Bete auch für uns, wenn wir nur so eine Städte aus dit Gone, dass wir wieder ein Zeugnis sind, dass wir wieder ein Licht sind, dass wir uns nicht wieder schämen vor unserem Herrn Jesus. So nicht kick noch bei dem ein, ich will noch Musik spielen, so dass ich gerne die andere Videoclips auch alle beim Einkicken. So, wir wünschen dir und deiner Familie noch einen schönen Tag mit Jesus.